habe langsam ziemlichen Hunger. Ich habe schon halb gegessen. Entschuldigen Sie bitte. Danke. Für einen zu viel, für alles zu wenig. Das kenne ich irgendwoher. Wer hat das gesagt? Alexander der Große. Eines Tages, als er und sein Herr am Verdursten waren, trat ein Fußsoldat zu ihm heran mit einem Helm, der voller Wasser war, das er wochenlang Tropfen für Tropfen gesammelt hatte. Alexander nahm den Helm entgegen und goss das Wasser auf den Boden. Dann sagte er das. Er sagte, für einen zu viel, für alle zu wenig. Es wird nicht leicht werden da draußen. Ich brauche nur meine Ausrüstung, dann wird da alles bestens. Wir brauchen nur genug Pasta al dente und genug weiße Trüffel. Und eine vollbusige Maite, die Getränke bringt. Und ein paar Weingüter in bester Lage. Und das Jauchzen der Winzer in den Weinbergen. Cavalli, Sie sind ein Poet. Wird alles bestens. Der Uturunku. Ich hielt es für wichtig, dass Sie ihn sehen. Der Uturunku, der ruhende Vulkan? Ich weiß um Ihren Fachbereich, Frau Professor, aber es droht etwas sehr viel Gewaltigeres als die Diablo Blanco-Katastrophe. Ein riesiges Areal rund um den Uturunku, tausende von Quadratkilometern groß, hebt sich. Der Berg selbst wächst und dehnt sich aus, und das in einer Geschwindigkeit, die alle bisherigen Messwerte weit übersteigt. Er wächst sogar so schnell, dass es hier jetzt rund um die Uhr zu messbaren Erschütterungen kommt. Und was könnte passieren? Fragen wir besser, wie schnell könnte es passieren? Es passiert vielleicht in 200.000 Jahren, unter Umständen in 20.000. Oder aber in 20. Es wäre sinnlos, nach den hier lebenden Menschen zu fragen. Wenn der Uturunku ausbricht, wird das unseren gesamten Planeten über Jahrzehnte hinweg verdunkeln. Ganz egal, wo man lebt, in der Arktis, im Himalaya, in Australien. Unsere Spezies wird verschwinden. Ich mache mir mehr Sorgen über das, wofür wir hier verantwortlich sind. Hier und jetzt. Diese gigantische Salzebene, die sich in erheblichem Tempo ausdehnt. Ich mir auch. Aber möglicherweise überholt das alles das Feuer da unten in der Tiefe. Die doppelte Bedrohung. Salz und Feuer. Wir sollen eine ökologische Katastrophe untersuchen. Die Diablo Blanco-Katastrophe. 14. April. Ankunftshalle. Passkontrolle. Was ist hier los? Wer sind diese Männer? Ich gehe nicht mit Ihnen! Fassen Sie mich nicht an! Das sind meine Gefangenen! Bemühen Sie sich nicht um die Rettung einer müde gewordenen Welt. Ich wüsste gerne Ihren Namen. Solange ich maskiert bin, habe ich keinen Namen. Okay, okay. Okay. Vamos! Ich bin Laura Sommerfeld. Ich wurde entführt. Wollen Sie zur Märtyrerin werden? Es gibt keine Wirklichkeit. Nur Sichtweisen der Wirklichkeit. Nur Wahrnehmung. Sie können mich nicht hier lassen! Stopp! Halten Sie an! Hey! Warum wurden wir hier ausgesetzt? Weshalb tut Riley uns das an? Der Wunsch, meine wissenschaftlichen Instrumente dabei zu haben, verschwindet. Der Ozean aus Salz um mich herum verändert meine Sichtweise der Dinge. Hört ihr da irgendwas?
Das hier ist nicht von unserer Welt.